Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es eine weitere Episode vom FIFA Talk. Das heißt, wir reden wieder über 5 aktuelle Themen rund um FIFA 18. Es war ja jetzt auch das Team of the Year da und da ist schon mal was richtig Krankes passiert. Das wird auch direkt das erste Thema sein, also seid gespannt. Und falls ihr das öfter sehen wollt, also falls ihr öfter FIFA Talk sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne auch ein Abo da, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt rein mit dem allerersten Thema. Und wie ich bereits angesprochen habe, ist das erste Thema direkt mal ein absoluter Burner, und zwar hat CBT einfach mal Cristiano Ronaldo Team of the Year gezogen. Allerdings mit einem kleinen Haken, und zwar hat er, bevor er das Pack geöffnet hat, gesagt, dass er ein Discard Chat Pack macht. Das heißt, er discardet das Pack und er schaut in den Chat, was eben gezogen wurde, und die Leute schreiben ihm das dann eben im Livestream rein. Das hat er so gemacht, er hat Ronaldo Team of the Year gezogen und dann musste er ihn natürlich abstoßen. Ja, er hat dann die Community gefragt, soll ich ihn behalten, kann ich ihn behalten oder muss ich ihn abstoßen, wie machen wir das Ganze? Und die Community hat eigentlich gesagt, behalte ihn, komm, behalte ihn, scheiß drauf. Fand ich auch sehr, sehr korrekt auf jeden Fall von den Leuten, die da im Stream waren, dass die alle wirklich reingeschrieben haben, behalte ihn. Ich habe keinen einzigen Kommentar eigentlich gelesen mit stoß ihn ab, das musst du jetzt machen. So, jeder hat es ihm gegönnt, jeder hat ihm Ronaldo gegönnt und jeder wollte, dass er ihn auf jeden Fall behält. Aber dann kam ein paar Minuten später noch eine Donation rein und da hat eben jemand dann reingeschrieben, ja, ein Mann, ein Wort und so. Und dann ist die WT einfach in den Verein reingegangen und hat Cristiano Ronaldo Team of the Year eiskalt abgestoßen. Und dazu muss ich einerseits sagen, aus FIFA-technischer Sicht und so ist das ja verdammt dumm. Also jetzt no hate und so, es ist irgendwie dumm, weil das natürlich 4-5 Millionen Coins sind oder noch mehr, glaube ich, ja, noch mehr, die da jetzt einfach weg sind. Ja, 5 Millionen Coins kostet er gerade. Also wie gesagt, einerseits ist es FIFA-technisch doof, andererseits ist es menschlich gesehen absolut krank ehrenhaft, würde ich mal sagen. Also das ist eine absolute Ehrenmann-Aktion und das kann man echt mal so stehen lassen. Also Ronaldo Team of the Year abzustoßen, das hat meinen Respekt auf jeden Fall verdient. Aber andererseits FIFA-technisch, wie gesagt, ist es natürlich nicht die beste Entscheidung gewesen, aber ich weiß nicht. Einerseits denke ich mir so, CBT kann das nicht mehr so wichtig gewesen sein, beziehungsweise es kann ihm nicht so wichtig gewesen sein, dass er Ronaldo Team of the Year einfach abstößt. Also das Spiel kann ihm nicht so wichtig sein. Aber andererseits, er will jetzt wieder durchstarten, hat er dann auch noch gesagt und so. Und Jungs, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es einerseits, wie gesagt, doof und andererseits finde ich es unfassbar krank und unfassbar geil von CBT, dass er den wirklich abgestoßen hat. Ein Mann, ein Wort, CBT, du bist irgendwie schon ein absoluter Ehrenmann. Schreibt mir zu diesem Thema unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr es irgendwie blöd, dass er ihn abgestoßen hat, oder findet ihr es einfach nur gut, dass er ihn abgestoßen hat? Ich muss ehrlich sagen, im Endeffekt überwiegt bei mir die Meinung, dass ich es gut finde, weil er es gesagt hat und dann eben auch durchgezogen hat. Ein Mann, ein Wort, CBT, das war eigentlich doch ziemlich nice am Ende. Schreibt mir zu diesem Thema unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare, das interessiert mich komplett. Findet ihr es blöd, dass er ihn abgestoßen hat, oder findet ihr es einfach absolut ehrenhaft? Das würde mich wirklich mal interessieren. So, wir gehen weiter mit dem zweiten Thema und dabei geht es um Once-to-Watch-Spieler, die demnächst kommen werden. Und zwar sind das dann wieder neu transferierte Karten, die eben als Once-to-Watch-Version in FIFA erscheinen werden. Das Ganze passiert Anfang Februar. Im letzten Jahr war es der 3. bis 10. Februar, wo das Ganze passiert ist. Da sind dann auch Once-to-Watch-SBCs gekommen, wo man unter anderem auch Once-to-Watch-Spieler einsetzen musste. Das wird, denke ich, dieses Jahr nicht so sein, denn das wäre ein bisschen zu offensichtlich. Das habe ich auch mit Nico abgesprochen. Er meint auch, wird eher nicht passieren, aber kann natürlich sein. Also falls ihr investieren wollt, könnt ihr das natürlich gerne noch machen. Für 20k so einen Theo Hernandez noch mitnehmen. Ich würde es nicht machen. Mir persönlich wäre das zu riskant. Also letztes Jahr kam dieses Once-to-Watch-Event vom 3. bis zum 10. Februar, wie gesagt. Und dieses Jahr wird höchstwahrscheinlich vom 2. bis zum 9. Februar gehen, weil das eben auch wieder Freitag auf Freitag dann ist. In Sachen investieren und so würde ich eher die Finger weglassen. Ich rate euch einfach nur, investiert, wie gesagt, noch in Team of the Group Stage Spieler. Die sind immer noch sehr günstig. Ich habe teilweise schon welche verkauft, weil ich die Coins unbedingt brauchte, um noch ein paar 81 Plus Sets zu machen. Und wir haben ja aus dem letzten 81 Plus Set nochmal ein Team of the Year gezogen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt in den Streams. Also von dem her war das an sich eine gute Entscheidung, die dann noch schnell zu verkaufen und eben diese SBCs zu machen. Ja, also darum soll es jetzt natürlich auch nicht gehen, aber Team of
of the Group Stage Spieler könnt ihr natürlich noch behalten, beziehungsweise euch eben welche kaufen. Den Trading Tipp habe ich ja schon ewig lange hochgeladen und die Team of the Group Stage Spieler kosten eigentlich immer noch gleich viel wie damals. Ja, ansonsten kann man natürlich auch noch in 83er, 84er ein bisschen rein investieren, aber ja, ansonsten wird bei diesem Once to Watch Event nicht so viel rauszuholen sein, beziehungsweise es ist einfach zu uneindeutig, was da jetzt wirklich genau passieren wird, welche Spieler man brauchen wird und welche nicht. Deswegen würde ich euch eher raten, nicht zu investieren, und wenn ihr investiert, dann in Sachen, wo ihr keinen Verlust machen könnt, beispielsweise in Abstoß-Informs, beispielsweise in Abstoß-Team of the Group Stage-Spieler oder eben solche Karten. Ja, wir gehen rein ins dritte Thema, das hat auch wieder mit Trading zu tun, und zwar mit den Ligen-SBCs, und hier habe ich ein Video vom Nico, ja, Link dazu auf jeden Fall in der Beschreibung. Er redet ein bisschen darüber, wann die Pro League und wann die Bundesliga in FIFA erscheinen wird. Das Ganze wird höchstwahrscheinlich zeitgleich erscheinen, und ja, falls ihr da genauere Infos haben wollt, dann habe ich euch den Link jetzt eben reingepackt und schaut euch dazu einfach das Video an. Investiert natürlich auch gerne in Pro League und Bundesliga Spieler, am besten aber auch wieder in Spieler, wo ihr eher keinen Verlust machen könnt, beispielsweise in 400er Goldspieler oder vielleicht auch in 200er Bronze, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Ja, Innenverteidiger sind oft ziemlich teuer, Außenverteidiger eigentlich auch, aber irgendwie in FIFA 18 sind die Innenverteidiger, habe ich das Gefühl, oft teurer als die Außenverteidiger. In FIFA 17 waren Außenverteidiger gefühlt immer doppelt so teuer wie Innenverteidiger. Jetzt sind es irgendwie die Innenverteidiger, die mehr wert sind. Also investieren einfach mal so ein bisschen, aber wirklich ohne Risiko investiert, wirklich nur so für 200 Münzen ein paar Silberspieler holen und dann passt das Ganze auch. Dann könnt ihr keinen Verlust machen, und wenn das eben dann kommt, dann habt ihr einen schönen Gewinn, einen kleinen, aber einen feinen Gewinn. Unfassbar, aber wahr, wir dürfen tatsächlich bei den FIFA 18 Winter Upgrades mitentscheiden. Dazu gibt es einen Link, den ich euch auch in die Beschreibung gepackt habe. Das ist einfach ein Post von EA, wo sie auf Englisch eben schreiben, wer denkt, ihr habt eben ein Upgrade verdient im Bereich Weak Foot, in Skill Move oder eben allgemein im Rating, und da kann man eben hier abstimmen bzw. sich eintragen. Wenn wir da drauf gehen, dann kommen wir eben zu einer weiteren Seite von Google, und ja, da muss man eben hier seine ganzen Sachen ausfüllen. Erster Name, zweiter Name, dann das Overall Rating und dann auch noch irgendwie den Weak Foot und die Skill Moves. Ja, natürlich muss man hier nicht seinen eigenen Namen angeben, sondern nur den Namen des Spielers. Da habe ich mich jetzt komplett vertan. Ich dachte, man muss sich vielleicht kurz registrieren, um dann eben an der Abstimmung bzw. an diesem Rating Refresh teilzunehmen. Aber ihr müsst hier wirklich nur eingeben, zum Beispiel Mohamed Salah, also Mohamed, dann hier Salah und dann eben das Rating, was ihr euch für den Spieler wünscht. Zum Beispiel jetzt hat er ein 83er Rating, sagen wir, ihr wollt, dass er ein 85er Rating bekommt, dann gebt ihr hier ein 85 und dann sagt er, ja, Weak Foot Upgrade sollte auch noch bekommen und Skill Move Upgrade auch, und dann sendet ihr das Ganze eben einfach ab. Also ich würde mir wünschen, dass Leroy Sané ein Upgrade kriegt. Ich schreibe das jetzt einfach mal hier rein. Hat im Moment ein 82er Rating, da würde ich mir ein 84er Rating wünschen, dazu ein kleines Weak Foot Upgrade. Ich weiß nicht, er hat in Real Life nicht wirklich einen starken rechten Fuß, aber nehmen wir einfach mal so mit, ist ja komplett egal. Und Skill Move Upgrade nehmen wir jetzt auch noch mit, senden das Ganze ab und dann haben wir hier eben einmal abgestimmt für Ratings Refresh. Und vielleicht bekommt Sané dann eben jetzt ein Upgrade, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Also den Link dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Ich würde euch schon raten, teilzunehmen, denn da könnt ihr wirklich Einfluss auf das Spiel nehmen. Schaut aber wirklich, dass die Spieler auch in Real Life gut waren. Ansonsten werden sie aber eh kein Upgrade bekommen, denn wenn ihr jetzt irgendwie für Ahmed Musa oder so votet, der ja eigentlich fast nicht gespielt hat, dann wird der eh kein Upgrade bekommen, weil kein anderer für ihn stimmt. Aber ihr wisst schon Bescheid, also jetzt nicht nach FIFA-technischen Regeln voten, sondern wirklich bitte nach Real-Life voten. Nicht jetzt, wenn Musa krass in FIFA ist, dass ihr dann wollt, ah, der soll noch besser werden, der soll noch ein Upgrade bekommen, sondern wirklich aufs Real-Life schauen. Aber ich denke, das macht ihr schon. So, und zu guter Letzt habe ich nochmal einen richtig schönen Snipe vom Skillerino, und der hat sich Dani Alves für 160.000 Münzen ersniped. Das Ganze aber auf dem PC, muss man dazu sagen, aber 160.000 ist ganz in Ordnung. Er hat hier dazu geschrieben, ja, kostet im Normalfall 450.000. Kann man so machen, kann man so mitnehmen. Der Typ ist sowieso der heftigste, der hat sich so kranke Spieler schon ersniped. Ich zeige euch das Ganze einfach mal hier. Kluivert für 117.000 gekauft, wie man hier sehen kann. Dann, ja, da sieht man eben das Bild noch. Dann hier einen Ori gekauft für 235.000 als 90er. Ey, das ist so krank. Schmeichel für 105. Der Typ
Der kann einfach snipen. Grüße gehen raus an dich, Skillerino. Ist auch ein treuer Mod in den Streams von mir. Ja, und falls du jetzt da draußen auch irgendwie coole Snipes schon mal gemacht hast, falls du Spieler extrem günstig bekommen hast, dann kannst du mir das gerne schicken, entweder Twitter oder auf Instagram. Und ja, Freunde, damit war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA Talk. Falls er dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Du kannst auch gerne natürlich abonnieren, falls du neu auf meinem Kanal bist. Ja, demnächst werde ich auch wieder streamen. Dies, das, Weekend League, alles mögliche, Jungs. Ich versuche wirklich aktiv am Ball zu bleiben. Macht mir auf jeden Fall Spaß. YouTube im Moment, deswegen wird das auch weiterhin durchgezogen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt und damit, ja, haut rein, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und